Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 2. Ich rutsche mal gerade ein bisschen näher an den Bildschirm ran. Setze mich bequem hin. Hätte ich natürlich auch zwischen den Aufnahmen machen können, aber nö. Und wir haben hier noch ein paar Leute, die wir übergelassen haben. Die werden wir jetzt mal schnell erledigen. Ja, haben wir die Dinger da oben alle ausgeschaltet? Es scheint mir so. Tja, das war wohl nix. Ja, ich glaube, das mit dem Bogen hat sich echt gelohnt. Eine Seele eines namenlosen Soldaten. Ich will euch jetzt hier erstmal zerlegen. Muss ja nur noch einer, wie mir scheint. Und, was ist das für ein Schatten? Ah, noch einer. Danke für die Fackel. So, hier gehe ich später hin. Ich will mich erst da oben mal umschauen. Tja, heilen. Heilen wir uns mal. Gut, das hätten wir ausgeschaltet. Seele eines tapferen Kriegers eingesackt. Und es geht weiter. Was haben wir denn hier? Wenn ihr da stehen bleibt, nehme ich mal gerade das mit. Titanitscheibe, das ist schön. Und euch hole ich mal einzeln. Das ist halt in der Gruppe auch nicht so das Problem, aber sicher ist sicher. Oh. Ja, jetzt machen wir halt mit dem normalen Angriff so viel, wie wir sonst mit dem kritischen gemacht haben. Das ist schon ganz schön. Hat sich echt gelohnt. Bin ich froh, das gemacht zu haben. Ich glaube, ich habe auch, wie gesagt, bei Teil 1 den Bogen nur genutzt, um Gegner irgendwie anzulocken und habe da nicht... Bauernkleidung. Ah, okay. Insekt, aber nicht aufgeben. Aber wenn es wieder diese blöden Blutfliegen sind, die haben hier schon Teil 1 so extrem genervt. Wir schauen uns mal die Bauernkleidung an. Na komm, machen wir es am besten gerade hier. Bestimmt unglaublich gut sein, ja. Häufig von Bauern getragene Kleidung. Gewöhnliche Arbeitskleidung, eher für die Landarbeit geeignet, denn für den Kampf. Spinne. Sieht mir nach Bosskampf aus. Verhältnismäßig viele Seelen. Einzelkampf, Mutwillen. Kommen die jetzt aus den Dingern hier raus? Ich will das da gerade mal kurz anzünden. Vielleicht kann ich mir damit die Viecher dann vom Hals halten. Ich kann das noch nicht mal anzünden. Ah ne, jetzt.
Da hinten raschelt es schon. Da ist sie. Okay. So, kommt ihr hier hoch? Scheint so. Nicht gut. Ist ja echt heftig hier. Zum Glück One-Hit. Aua. Machen aber relativ viel Schaden, die Jungs. Und Mädels. Wir bautzen sie schön zurück. So. Die werden erledigt. Heilen wir uns nochmal hoch. Also macht das jetzt hier einfach nur mehr Licht. Ist ja noch welche. Tschüss. Oh, was ist das? Okay, irgendwas Neues. Keine Ahnung was, aber wir haben schwere Bolzen, die wir ja, zumindest im Moment noch nicht großartig verwenden. In Klammern können. Eine Tür, dahinter scheint irgendwas zu sein. Ah, wahrscheinlich Bosskampf. Freund wird benötigt. Niederer Gegner voraus. Gelobt sei die Sonne. Ich habe eigentlich zu viele Seelen. Das heißt, ich werde mich mal gerade zum Leuchtfeuer zurückportieren. Und aufsteigen. Also beziehungsweise nach Majula zurück. Ist mir doch etwas zu riskant gerade. Aber bei den Spinnen könnte ich nämlich relativ schnell draufgehen, wie ich gerade gemerkt habe. Wenn ich da ein bisschen noch unachtsamer bin als jetzt. So. Ja, komm, ich glaube, ich werde es mal in die nächsten Stufen auf Zau. Ha, wohl. Nee. Oh, da, wir können hier. Komm, geschick. Das kostet ja zu viel. Ich glaube, ich hätte es am Anfang mal machen sollen mit dem Zaubern. Kaufe ich mir noch grad 100 Pfeile. Dass wir da wieder ein bisschen was an Vorrat haben. Sicher ist sicher. Seelen haben wir ja zum Glück genug. Ja, komm, noch eine Runde Händler abklappern wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. I'll be around, if you make it back. I knew you. Everyone's. You're my own. Lowly times these are. Okay, du hast also. Na gut, wir haben ja, glaube ich, nicht so viel gekauft bei ihr mittlerweile. You need armor.
Boah, ich weiß nicht, da jetzt bei dem extra Geld auszugeben, nur um die Quest von ihm zu verfolgen. Strafsachen, was ist das denn? Ach, das ist die von der verlorenen Sünderin. Okay. Ein straffer Gürtel schnürt den Bauch ein. Heute weiß niemand mehr, wer damit bestraft wurde und aus welchem Grund. Die Maske erhöht die Ausrüstungsmenge. Erhöht die Höchstbelastung durch Ausrüstung. Das ist nicht schlecht. Kostet allerdings auch einiges. Erhöht Kraft der Pyromantie. Aha. Are you sure? Well, I may sell out while you're away. Ja. Das passt schon. Du hast hier, glaube ich, auch nichts Neues. Hey. Nö. Wo die Diebesrüstung echt schon nett aussieht. Was? Don't waste my time. Schauen wir uns den Boss mal an oder schauen wir uns den Boss nicht an? Ich glaube, wir schauen ihn uns mal an. Ich glaube, verbessern können wir ja nichts. Dazu fehlen uns. Oh, können wir sogar. Stimmt, wir haben zwei Titanitbrocken, cool. Na dann. Zack, plus 7. Sehr schön. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt auch so nach und nach mal mit aufrüsten. Brauchen noch zwei große Titanitscherben. I'll be around if you make it back. Du verkaufst You've been long away. Well. Immer noch das Gleiche, wie mir scheint, ja. No interest. Suit yourself. Gut, dann wieder zurück. Mal gerade gucken, ob jetzt die Dinger wieder da sind. Ja, sind sie sogar. Na dann. Einmal. Zweimal. Tja, und da der jetzt was gedroppt hat, muss ich da auch wieder hoch und gucken, was es ist. Neugier und so. Ja, hat sich gelohnt aufzusteigen und das da zu investieren. Jetzt machen wir halt so viel Schaden, dass, ja, dass wir halt die mit einem Backstab one-hitten. Gefällt mir sehr gut. Persönlich. So. Nicht alle auf einmal. Kommt jeder mal dran. Schlecht getimt. Okay, du willst.
darf's natürlich. Knapp, sogar sehr knapp. Okay, und auch du. Das lief doch ganz gut. Ja, bei den Spinnen muss ich halt dann mal gucken, wie wir das machen. Am sinnvollsten. Aber so wie es bisher lief sie eigentlich auch. Ah, da kam jetzt der Feuerschaden durch. Trotz Geblocke. Aua. Macht man doch nicht. Sowas. So, Flakon Nummer 1. Ja, ich denke, das reicht dann, dass wir noch einen Blick auf den Boss werfen können. Boah, ich glaube, mit Durchrennen wird das hier nichts. Ach, und ihr kommt sogar schon. Okay. Na dann. Da wäre jetzt eine Lanze oder sowas ganz praktisch, glaube ich. Na, geht aber relativ schnell. Und gibt auch ziemlich viel Erfahrung, muss ich ja zugeben. Komm. Ja, du Arsch, ey. Hast jetzt davon. Gut, Flakon. Und hallo Nebelwand. Okay. Einfach mal brutal reingehauen. Die verschwinden aber, oder? Ja. Aua. Ich müsste mich mal heilen. Lasst mir meinen Frieden. Fuck you. Das war dumm. Okay, vielleicht die beiden zuerst ausschalten. Das geht aber, muss ich sagen. Also, so der erste Eindruck war ganz okay. Schon ordentlich Schaden rausgehauen. Okay, dann machen wir uns hier mal wieder auf den Weg. Einmal. Zweimal. Die hätten die vielleicht noch irgendwie anlocken können, dass sie dann da reinlaufen. Das fände ich lustig. Hm, können wir eigentlich hier... So? Ja? Nicht so? So auf Dauer ist das hier doch nichts, ne? Wenn wir einen nämlich nicht treffen, dann haut der direkt wieder zu. Aber immerhin kriegen wir jede Menge Fackeln. Ist ja auch nicht verkehrt. Gut, dann sehen wir uns gleich vor dem, bei dieser Versammlung wieder. Und ja, ich glaube, es ist echt sinnvoller, wenn wir zuerst die ganzen Kleinviecher ausschalten und uns dann um den anderen kümmern. Okay, dann du darfst nochmal herkommen. Dich erlegen wir noch gerade.
Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.